Was ich kenne inzwischen viele dieser Dokus und finde es immer spannend, wenn irgend sowas neu aufploppt, so wie Seaspiracy. Ich finde die Filme auch immer spannend. Es ist halt auch Entertainment ein Stück weit. Und finde es immer spannend, wie krass alle so reagieren und also da so ein riesen Ding draus machen und ich für mich dann immer da so meins draus ziehe, drüber nachdenke, nochmal reflektiere so, auch wie ich lebe. Dafür ist es auf jeden Fall auch sehr hilfreich, ja, einfach mal zu schauen, was hat denn das auch vielleicht für Konsequenzen, wie ich mich verhalte, wie ich esse und so weiter. Und von daher auch immer spannend, ja, und wie du so bist, ja, auf jeden Fall das eigene Bild sozusagen damit abgleichen. Wir hatten jetzt schon einige Basics besprochen, was natürlich hier in dem Podcast immer auch sehr, sehr großes Thema ist, eben Bewegung. Mhm. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall oft schwer ist oder mir schwerfällt, das in irgendeiner Art und Weise so runterzubrechen, dass das für die Menschen greifbar ist und dass sie da irgendwas umsetzen können. Mich würde jetzt mal interessieren, wie du quasi für dich Bewegung definierst oder inwiefern das für dich ein Basic ist und was da so eine Möglichkeit ist, das als Basic sozusagen auch zu etablieren, als sei es Gewohnheit oder ja, mit einer intrinsischen Motivation oder was auch immer, was du da so denkst und siehst und vielleicht auch erfolgreich oder wahrscheinlich erfolgreich anwendest mit deinen Klienten. Also tatsächlich am erfolgreichsten würde ich es erstmal an mich anwenden. Ich kann nur das vermitteln, zumindest wenn es jetzt ein Ratschlag ist, auch zweimal ein Schlag, aber als Impuls, was ich selbst für Erfahrungen gemacht habe. Und Bewegung ist für mich intrinsisch seit, ich will nicht sagen Geburt an, aber ich war halt wirklich ein extrem quirliges Kind. Und meine Ma als Sportlehrerin hat damals schon gemeint, der muss irgendwie beschäftigt werden. Dann bin ich erst zum Badminton, das war mit 6 Jahren, das hat mir nicht gefallen. Und dann bin ich mit 7 Jahren zum Wasserball, da gab es keine Jugendmannschaft, keine Kindermannschaft, sondern nur eine, was war das, B-Jugend. Ja, der Ball war viel zu groß für meine Hand. Ich habe in den ersten Trainingseinheiten nur geweint, weil ich bin da fast abgesoffen, auf gut Deutsch. Da ist dann der Initialzünder gefallen, okay, dann lass uns doch eine Kindermannschaft gründen. Und dann haben sie eine Ausschreibung gemacht und hatten eine Kindermannschaft. Und Bewegung ist für mich tatsächlich... Es gab wenige Momente in meinem Leben, wo ich keinen Bock hatte, nicht zu trainieren. Allerdings, natürlich hatte ich ja, das auch wegen 2011 Burnout erwähnt, wenn du 7-mal die Woche ins Fitnessstudio rennst und auch ein gewisses Selbstbild von dir hast, wenn du in den Spiegel schaust, hast wenig Körperfettanteil, wiegst fast 90 Kilo, mein Impuls war damals, ich muss stark sein. Ja, nicht nur stark für den Körper, sondern auch stark im Leben. Im Nachhinein habe ich das aufgelöst, deshalb wiege ich auch keine 90 Kilo mehr. Aber die Sache ist halt, dass meine intrinsische Motivation war immer, ich möchte in irgendeiner Form mich gut bewegen können. Und ich hatte 2012 so die ersten Ausbildungen im Bereich funktionellem Training, wo ich mit Bewegungsmustern konfrontiert wurde. Okay, ich kannte Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge. Also alles, was irgendwie schwer war, habe ich gemacht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel längere Zeit laufen musste, konntest du vergessen. Also ich habe im Wohnheim im Erdgeschoss gewohnt. Das hat echt noch ausgereicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich den Fahrstuhl genommen. Und das war so der erste Impuls. Okay, funktionelles Training, Functional Training, was ist das? Orientiert sich an meiner Welt, an Bewegungsmustern, die in uns drinstecken. Du hast gesagt, du hast ein Kind. Das heißt, wenn ich einen Säugling habe, wenn wir jetzt die Ontogenese betrachten, die frühkindliche Entwicklung, dann steht der Säugling ja nicht auf und sagt so, Mama, Papa, ich bin auf dem Spielplatz, holt er mich nachher ab. Das ist ja erstmal ein relativ, in Anführungsstrichen, hilfloses Wesen, was da liegt und neuronal Kontakt zu seinen Extremitäten aufbauen muss. Es muss erstmal vielleicht den Kopf von links nach rechts drehen. Vielleicht nimmt es erstmal die Augen, um zu gucken, was die Umwelt macht. Wir müssen die Hände entdecken, dann müssen die mal zum Gesicht geführt werden. Also wir brauchen bestimmte Instanzen. Und funktionelles Training orientiert sich in meiner Welt an diesen etablierten Bewegungsmustern. Welche sind das? Das ist zum Beispiel Hocken oder eine kniedominante Bewegung, Kniebeuge in jeglicher Form. Ob mit Gewicht, ohne Gewicht, das ist nichts anderes als, jetzt kennen wir uns ja schon 40 Minuten, das ist nichts anderes als Scheißen im Wald. Wenn du bist vollgefressen und gehst in den Wald, musst mal, dann wäre eine tiefe Hocke vielleicht nicht schlecht. Habe ich zum Beispiel als Kind überhaupt nicht hinbekommen.
Ich erinnere mich da noch an meine Großeltern. Da waren wir im Wald spazieren. Und ich musste als Kind auf Klo. Da hat meine Oma zu mir gemeint, machst eine tiefe Hocke, ziehst du Schlüppi runter, tiefe Hocke. Wie alt war ich da? Keine Ahnung. 6, 7. Ich habe das nicht gebacken bekommen. Was ist passiert? Ich habe da mich irgendwie hingekauert. Und alles, was ich rausfallen habe lassen, ist direkt in die Schlüpper gefallen. Also es ging von vorne bis hinten. Jetzt kann ich die tiefe Hocke, jetzt weiß ich auch die Bewandtnis. Aber damals habe ich das nicht gebacken bekommen. Also eine Hocke, Kniebeuge. Dann ein Bücken. Also mir ist was runtergefallen. Oder ein Hip Hinge, ein hüftdominantes Muster, wofür wir primär unseren Gluteus brauchen. Also unser Hüftstrecker. Ein total toller Muskel. Manche tragen den bloß noch durch die Gegend als Kissen, um sich draufzusetzen. Wir haben also das Beugen, also das Kniebeugen, das Hüftstrecken, das Bücken. Dann haben wir Fortbewegungen, also Gehen, Laufen, Sprinten. Das sind so die drei gängigsten, was wir bei Homo sapiens finden. Mhm. Außer er hat Schuhe an, dann joggt er. Das finden wir so zwischen Gehen und Laufen. Dann haben wir das Thema Push-Bewegung, also Drückbewegungen. Ich bin hingefallen, ich habe viele Jahre im Reha-Sport gearbeitet, das ist quasi Sturzprophylaxe, wenn es zu spät ist. Du liegst auf der Nase, liegst auf der Straße. Es wäre nicht schlecht, wenn du wieder hochkommst. Das heißt, du musst dich vom Boden wegdrücken, Liegestütz machen. Egal wie die Hand jetzt aufsitzt, ob die Schulter oben oder unten ist, du musst hochkommen. Ansonsten fährt vielleicht was über dich drüber. Und Push-Bewegungen in alle Richtungen, wenn ich hingefallen bin, Liegestütz, wenn ich in eine Felsspalte rutsche, mache ich einen Dip, also ich drücke mich quasi hoch oder ich drücke was über Kopf. Gegenteil von Push ist Pull, ich ziehe mich irgendwo ran, ich falle aus dem Fenster, halte mich am Fensterbrett fest, ziehe mich hoch, Klimmzug. Ist jetzt ein bisschen vielleicht abstrus erklärt, aber ich gehe mal davon aus, mal angenommen, es wäre ein Erdbeben, könnte ich mich vielleicht irgendwo noch an einer Felsspalte hochziehen. Dann haben wir das Thema auch Zug, was anheben, vielleicht auch Kreuzheben machen. Wird auch ein Bücken sein, also hüftdominantes Muster. Also Zug und Druck haben wir. Dann eine Rotation, also wenn wir zum Beispiel was wegwerfen. Und da vielleicht die Überlegung an die Zuhörer. Wann hast du das letzte Mal mit Schmackes was weggeworfen? Das heißt, ein Ball oder einen Speer oder ein Stein, je nachdem, wenn du auf einer Demo bist, kannst du ja auch mal irgendwas hinwerfen. Nein, aber vielleicht als aus Sicht des Bewegungsmusters, da musste ich mit den Polizisten in der Ausbildung immer mal wieder lachen. Ich sagte, seht doch mal die Person, die da gerade einen Stein wegwirft, als Bewegungsmuster. Der trainiert gerade seine Spiral Line, seine Spirallinie faszialer Ebene. Da dachte ich, ja, nee, das wollen die mir, das kaufen die mir nicht ab, dass ich das denen so verkaufe. Also Rotationsbewegung haben wir. Und dann haben wir Ausfallschritte. Angenommen, jemand liegt auf der Straße, ich kann den nicht anheben, weil zu schwer, dann tut mir der Rücken weh, dann kann ich ja drüber steigen. Mach ein Selfie und lauf weiter. Also ein Ausfallschritt, ein Lounge, würde man jetzt dazu sagen. In manchen Literaturen findet man auch Carry oder Tragen. Und auch hier, wann hast du das letzte Mal einseitig etwas Schweres vom Boden angehoben oder durch die Gegend getragen? Ich rede jetzt nicht von 6 Kilo Getränke-Collies irgendwie mal von A nach B tragen, sondern vielleicht so dein Drittel deines Körpergewichts auf einer Seite beladen und getragen. Manche Schüler machen das so einseitig in den Rucksack. Und was würden die Leute dann sagen? Oh Gott, das will bloß nicht. Alles schädlich für den Rücken. Unser Körper adaptiert. Und im Bewegungskontext ist für mich das Sprichwort use it or lose it. Benutzt deinen Körper für was er gemacht ist oder er baut ab oder degeneriert, auf gut Deutsch. Ja, wann hast du das letzte Mal irgendwo an einer Klimmzugstange gehangen? Handgriffkraft wird assoziiert mit Lebenserwartung. Und ihr kennt Leute, die dir guten Tag sagen, die dir so einen halbtoten Fisch in die Hand halten. Und dann denkst du, geil, wenn die Person jetzt mich anheben müsste, weil ich auf der Straße hingefallen bin, ich kann gerade keinen Liegestütz machen, die Person müsste mich anheben und wegtragen. Es könnte sein, dass die Hand durch zweimal aufgeht und ich wieder runterfalle. Also auch das ist das, was ich mit Bewegung assoziiere. Ich versuche halt täglich diese Bewegungsmuster abzurufen. Und unser Wohnzimmer ist ein halbes Fitnessstudio. Und dadurch, dass ich selbst auch Outdoor-Trainings gebe, es liegen hier die Kettlebells in der Wohnung. Ich habe ein Power-Rack schräg hinter mir stehen, wo ich mich ranhänge. Ich versuche da jeden Tag zumindest die Kettlebell durch die Gegend zu swingen, um mein Gesäß aktiv zu halten.
Liegestütze täglich irgendwo ranhängen. Das Einzige, was ich nicht so häufig mache, ist schnell laufen. Das ist nicht was, primär gefällt mir das nicht. Ich komme halt eher aus dem Schwimmen, deshalb gehe ich halt im Winter auch im Wasser schwimmen. Ja. Was mir letztens aufgefallen ist, ich habe mit jemandem per Videochat gesprochen und da ist mir irgendwie so klar geworden, okay, also das jetzt in deiner Welt, Carsten, und in meiner, ich habe zu Hause auch so einen Kram rumstehen. Ich habe jetzt zwar das Power Rack nicht mehr direkt in der Wohnung, aber habe eben hier und da auch die Möglichkeiten, irgendwas zu machen und werde dazu animiert einfach, ja, weil quasi diese spielerischen Gegenstände überall rumliegen. Durch die Kinder habe ich natürlich auch, benutze manchmal die Kinder wie so eine Kettlebell. Das ist ganz lustig, wenn die Kinder wie so ein Around the World Swing, kennst du das? Wenn du so über Kopf und die Kinder feiern das total. Und da ist mir so klar geworden, weil das eben nicht, weil das vielen Menschen eben tatsächlich schwer fällt, wirklich regelmäßig sich zu bewegen und weil sie teilweise auch viel am Computer eben arbeiten und gar nicht sozusagen diese anfängliche Kraft aufbringen, erstmal in Bewegung zu kommen und dann zu spüren, wie gut sich das anfühlt und als Gewohnheit sozusagen zu etablieren. Und dass das bei uns quasi in der Trainerwelt oder in der Sportlerwelt, wie auch immer das bezeichnet werden will, einfach so selbstverständlich ist, weil wir das schon so lange machen und bei vielen Menschen das eben, also die haben halt nicht ein Power Rack zu Hause stehen, so weißt du. Und die haben halt eine Matte vielleicht irgendwo in der Ecke im Schrank und die aber auszurollen jedes Mal wäre quasi so viel Aufwand, dass es dann doch nicht gemacht wird oder in Vergessenheit gerät. Deswegen kann ich auch vieles von dem, was du jetzt so angesprochen hast, auf jeden Fall für die Leute zu Hause empfehlen. Also zum Beispiel diese Klimmzugstangen zum Einhängen oder zum Eindrehen in die Türrahmen und das einfach holen, dahin hängen und das alleine lädt euch schon dazu ein, einfach da lang zu kommen, mal da zu hängen, Klimmzug zu machen, ja, oder irgendwo Liegestützgriffe hinzupacken, einfach, dass ihr daran erinnert werdet. Klar, ihr könntet auch ohne Liegestütz machen, ihr könntet auch irgendwas anderes nehmen, aber wenn da einfach sowas liegt oder einfach zwei Holzblöcke oder zwei Steine, dass ihr immer wisst, das ist quasi der Moment, wenn ich da lang komme, mache ich dies und das und kann das machen und einfach eine Kettlebell da hinpacken irgendwo, ja, zum Beispiel. Sind jetzt auch wieder erhältlich, jetzt langsam, waren jetzt lange Zeit sehr schwer zu kriegen, aber jetzt geht es ja auch alles wieder. Ja. Und da einfach passiv zu gucken, was kann ich mir in die Wohnung stellen oder in mein Büroumfeld, ja, je nachdem, wo ihr im Büro vielleicht auch seid, was da machbar ist, um einfach sozusagen euch immer selber spielerisch einzuladen. Und da muss ich jetzt gerade an so einen Moment denken, in der einen Ido-Portal-Doku, da erklärt Ido, ich denke mal, das kennst du von London Real, oder? Wo er dann Ido, wo Ido erklärt, also Ido-Portal ist sozusagen jemand, der sich ja, mit allen möglichen Bewegungen auseinandersetzt, wir die Zuhörer, die ihn jetzt nicht kennen, finde ihn sehr faszinierend und auch sehr, sehr inspirierend. Kann die Dokus nur empfehlen, die es von ihm gibt. Und da haben die halt in einem, ja, ich nenne es jetzt mal Gym, in Israel ist das, haben die eine Stange so weit oben an der Decke, dass quasi niemand die einfach erreichen kann. So, und das alleine lädt die Leute halt ein, weil die sich halt gegenseitig dazu pushen wollen, einfach da ranzukommen, hochzuspringen und irgendwas zu machen, dass sie da rankommen. Und wenn sie dann überhaupt das Ding berühren, ist es halt quasi nur so ein Stück vom Fingernagel oder so. Aber alleine deshalb sind sie quasi immer angespornt, damit zu spielen und sich einfach zu bewegen, anders als wenn sie es so, ja, als wenn sie es sonst so machen. Und das ist zum Beispiel auch eine spannende Möglichkeit, ja. Weil du gerade Ido ist für mich wirklich ein Bewegungskünstler. Wenn man ihn jetzt optisch sieht, könntest du auch sagen, okay, ist ein, ich will nicht sagen Bodybuilder, aber extrem gut austrainiert. Und wenn du aber siehst, wie er mit seinem Körper umgehen kann, ist das schon sehr faszinierend. Das war die Einladung damals. Ich hatte, Mufnat sagt dir vielleicht auch was. Ja. Hatte ich damals beim Ben Medder, das war so die erste Ausbildung in Deutschland, mir Mufnat mal angeschaut. Das war noch, da wurde eine Doku über Paleo gedreht. Also der eine oder andere kennt mich vielleicht aus der Szene, aus der Paleo-Szene, die Steinzeiternährung, weil ich da einige Kongresse mitgestaltet habe. Und das fand ich, das war echt grenzwertig, diese Werbung oder diese Doku. Weil da hast du jetzt einmal Paleo, da stand dann einer mit einer Banane. Und im Hintergrund sind wir halb nackt durch die Gegend gehüpft, rumgetont. Und das war jetzt der Paleo-Move gewesen. Dann dachte ich, ich habe es halt in der Sporttherapie halt häufig gesehen, dass die Leute, abgesehen davon, dass sie ihre Bewegungsmuster nicht abrufen konnten, weder mal schnell sprinten konnten oder auf einem Bein stehen, mal hüpfen können, irgendwo ranspringen, hangeln. Das sind, wie gesagt, ja alles Dinge, Skills, die wir uns aneignen können. Und da bin ich vollkommen bei dir. Gestalte deine Wohnung so bewegungsreich wie nur möglich. Klopp die Stühle raus aus der Wohnung.
Das heißt, du musst dich vielleicht auf ein Sitzkissen oder auf den Boden oder hinhocken oder liegen. Das kann auch die Verwandtschaft. Ne? Wenn jetzt ungefähr bald Weihnachten oder vielleicht hörst du das nach Weihnachten, Festitäten, das kann deine Verwandtschaft auch ausdünnen, wenn du sagst, oh, die willst du eigentlich gar nicht zu Hause haben, schreibst du einfach am 23. eine Rundmail, hab übrigens keinen Tisch und keine Stühle mehr. Es kann sein, dass die eine Nachricht kommt, ich habe einen anderen Termin. Da kann ich dir gleich noch eine Geschichte von uns erzählen. Mhm. Also, soll ich schon? Oder ich wollte dich nicht. Nein, gerne, gerne. Ja. Wir haben das auch so gemacht. Das war auch so, ich glaube, die Anfangszeit, wo ich so Edu-Portal entdeckt habe und dann so sein altes Logo mit so einem durchgestrichenen Stuhl. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann natürlich auch erstmal auf dem Modus war, Stühle müssen alle weg und so. Und habe dann so die Stühle aussortiert und erstmal woanders hingestellt. Und habe alles auch so umgebaut, so in, ja, eben auch so mit Yogakissen und so irgendwie umgeändert. Meine Frau hat dann, als ich einen Tag, damals habe ich noch im Büro, im Großraumbüro gearbeitet, kam ich nachmittags nach Hause und dann hat sie mir gezeigt, dass sie den Ikea-Tisch sozusagen, die vier Beine mit der Säge einfach gekürzt hat. Und dann war quasi so ein Wohnzimmertisch, so einen normalen, tiefen Tisch. Und haben uns dann mit den Yogakissen immer dran gesetzt. War auch für Frieda, unsere Tochter, damals entspannter, weil sie quasi immer an den Tisch rankommen konnte und gehen konnte, wann immer sie wollte beim Essen so. Ja. Und nicht sozusagen wieder in dem Stuhl gefesselt war und sich ja trotzdem bewegen konnte. Und ja, auf jeden Fall dadurch auch viel mehr Bewegungsvielfalt einfach schon gehabt. Ja, sei es jetzt, ich sag mal, Hundesitz, sei es Schneidersitz, sei das die Hocke mit der Unterstützung des Kissens, sei es einfach so hocken, sei es Kniesitz, ein Bein runter, ein Bein auf dem Kissen und alles. Also ja, kann ich auch nur empfehlen. Ja. Und dann war eben irgendein Geburtstag oder eine Feier familiär und dann haben wir halt irgendwann mitbekommen, ich glaube, über die Schwiegermutter war das, dass quasi die Großeltern von meiner Frau jetzt nicht so begeistert davon waren, dass wir eben nicht mehr so viele Sitzmöglichkeiten haben, weil sie ja schon ein bisschen älter waren und das jetzt auch nicht verstehen konnten, warum wir quasi so einen Quatsch machen, warum wir es uns immer so schwer machen. Und ja, dann war das natürlich immer so ein abschreckender Punkt für die zu kommen zu uns. Und dann haben wir quasi alte Stühle wieder hübsch gemacht und haben die dann als Gästestühle immer benutzt. Gab es quasi in der Wohnung nur so zwei Gästestühle. Ja, aber es ist genau das, was dieser Use it or lose it. Ne? Also benutzt, wenn du nicht mehr es gebrauchst, in die Hocke zu gehen, weil vielleicht kommt dann auch irgendwo Schmerz dazu oder ähnliches. Warum sollte der Körper sich das dann von einem Tag zum anderen wieder angewöhnen? Er braucht in irgendeiner Form eine Bewandtnis. Deshalb, ihr müsst nicht so hardcore sein und gleich die Tische. Ich sehe schon die erst beim Weihnachtsfest meinen Verwandten Säge ansetzen und den Tisch runter. Der Braten schön vom Tisch gerutscht. Ja. Halt mal fest, ich muss die Tischbeine noch kürzen. Aber das Leben, den Alltag wirklich so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Ich hab hier zum Beispiel einen Stehschreibtisch, den ich ab und zu hoch und runter fahre. Hinter mir steht die Hantelbank, wo ich ein Bein gerade oben habe. Es ist so ein, weil wenn wir nur auch nur stehen für einen Stehschreibtisch. Also damals ging es ja durch die Medien, Sitzen ist das neue Rauchen. In meinen Augen ist Inaktivität das neue Rauchen. Wir sind nicht für Inaktivität gemacht. Wir hatten Hunger, sind früh in der Höhle aufgewacht, sind raus, mussten uns Essen suchen, waren 6 Stunden unterwegs, haben was erfunden oder nicht erfunden. Und Bewegung ist schon immer ein Grundbedürfnis. Also selbst das vielleicht noch als Rückenschmerzen. Ist ja dem einen oder anderen bekannt. Ich habe in der Sporttherapie Leute kennengelernt, die zum Beispiel beim Akt, also beim Geschlechtsakt mit dem Partner, Rückenschmerzen bekommen haben. Jetzt überlege ich, okay, was ist denn der primäre Hüftstrecker? Gesäß. Dann haben wir das Gesäß uns angeschaut. Da war da nicht mehr so viel Aktivität. Das ist eigentlich natürliche Selektion, wenn man es jetzt hart runterkriegt. Wir haben natürlich alles therapiert, von vorne bis hinten. Also wir haben da auch den einen oder anderen wahrscheinlich wieder geschlechtsreif hinbekommen. Aber das ist use it or lose it. Wenn dein Partner hinfällt und du kannst ihn nicht anheben, auch in meinen Augen sollte ich mindestens meinen Partner vom Boden anheben können. Denn wenn mein Partner jetzt Übergewicht hat und 120 Kilo wiegt, tja, dann weißt du, was du tun hast. Dann kannst du halt Kreuzheben mit 120 Kilo. Ich habe mir gerade deine Wohnung so vorgestellt wie in so
ja, so MMA-Filmen, wo irgendwie so eine kleine heruntergekommene Halle mit so tief hängenden Lampen und dann aber überall so richtig geile Geräte, so, oder was heißt Geräte, einfach so verschiedene Möglichkeiten, und dazwischen drin bist du so quasi an deinem Schreibtisch und machst gerade irgendwelche Verrenkungen und hängst am Mikrofon. Das kommt schon hin, bloß die tiefe Decke und die Lampen sind nicht da. Aber wir haben, also ich habe da zum Glück auch wirklich, meine Freundin ist da komplett offen. Wir hatten in der vorigen Wohnung, hatte ich ein Klettergerüst in den Flur installiert, wo wir langhangeln konnten. Und sie hat dann gesagt, hey, Geil. kannst du mir eine Stange weiter unten anbringen? Weil sie halt nicht rangekommen ist. Ja klar, da konntest du halt wirklich vom Schlafzimmer ins Badezimmer hangeln, wie so ein Äffchen. Ist geil, ja. Das geht halt ein. Einfach mal rumbaumeln, Das abhängen. ist auch eher für Kinder und so weiter. Also wir haben auch öfter mal Kinderbesuch gehabt dann natürlich. Und da die Kinder, die sind quasi immer zum Power Rack, wollten an den Ringen und so weiter hängen und lang baumeln und dies und das machen. Also war quasi so halb Büro, halb Sportbereich so, und die Kinder wollten immer dahinter, weil da immer irgendwie Action für die war. Und wir haben jetzt eine Scheune hinten dran, da habe ich eben auch immer von Anfang an, ich habe die Scheune so aufgemacht, und also wir mieten das Grundstück und dachte mir so, oh, da oben hast du quasi so eine erhöhte Plattform, da hast du was so tief wie so ein Bällebad, wo du quasi so reinspringen kannst. Da könntest du das machen, da könntest du langhangeln, da könntest du klettern und da könntest du dich da runterschwingen und springen in eine Matte und so. Und also ich glaube, das geht dir wahrscheinlich ähnlich, dass du dann immer einfach schon so das siehst, wo könnte ich jetzt mehr Bewegung oder nicht mehr Bewegung, Ja. aber was könnte ich für Möglichkeiten machen, ja. Ja, aber was du angesprochen hast, genau, sprecht so auf jeden Fall mit euren Partnern ab, was ihr in der Wohnung installiert, und macht nicht quasi ein Kinderparadies, ein Spielparadies draus, wenn der Partner das vielleicht nicht so toll findet, ja. Ja. Jetzt haben wir, du hast vorhin auch Rücken und Haltung und bestimmte Sachen so angesprochen. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Füßen. Da würde ich mich interessieren, weil ich das Thema natürlich auch sehr interessant finde, was für dich so die Basics bei den Füßen auch sind und oder warum du Füße vielleicht auch als ja, wichtig erachtest, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ja, zum einen kam es durch den Kindersport damals, den ich gegeben habe. Da bin ich immer barfuß. Also in der Sporttherapie musste ich Schuhe anziehen. Den Patienten haben wir Schuhe ausgezogen. Hat mich für mich immer schon sehr gewundert, wieso, weshalb, warum. Und beim Kindersport habe ich es dann halt ausgelebt, habe die Schuhe ausgezogen und bin mit den Kindern 3 bis 6 Jahre durch die Gegend gerannt, durch die Rutsche und weiß ich was. Und die Eltern haben mich dann immer gefragt, Carsten, irgendwie sehen deine Füße anders aus. Da ich selbst mal runtergeguckt, okay, die waren halt ein bisschen breiter vorne. Also ich hatte nicht dieses typische, nicht missverstehen, diese Kindersargform. Also dass einfach der Fuß vorne zusammengeht, wie eine Sargform. Und da habe ich gesagt, okay. Und dann kamen die Eltern und haben gefragt, was können wir den Kindern für Schuhe anziehen? Hier turnen sie barfuß. Das ist ja jetzt draußen nicht möglich. Das war so 2013, 2014. Da dachte ich, ist das denn vielleicht möglich, draußen barfuß zu laufen? Und da hatte ich dann tatsächlich für mich entdeckt, war auch so der Moment, wo ich mit Kälte konfrontiert war, im Winter die Schuhe ausgezogen und bin barfuß durch den Schnee gelaufen. Und ich fand das so genial, so cool im wahrsten Sinne, dass ich seit 2014 Winter bade und größtenteils barfuß unterwegs bin. Und du fragst mich nach den Basics. Füße wollen sich bewegen. Das ist genauso, als würdest du ein T-Shirt oder eine Schlüppi 2 Größen kleiner anziehen. Das fühlt sich nicht wohl an. Nur unsere Füße tolerieren das in gewisser Weise. Und meine Basics in dem Falle ist, nutze deine Füße so natürlich wie möglich. Das heißt, wenn du ein Schuhwerk, in dem Sinne einen Schutz für die Füße trägst, sollte der vorne breit sein. Es sollte also die natürliche Form deines Fußes unterstützen. Dann eine Sohle sollte flach sein und dünn sein, gut beweglich sein. Jetzt nicht assoziieren mit Nike Free, mit diesen kleinen Klötzchen, sondern wirklich flach, flach. Weil es ist am Ende nur ein mechanischer Schutz, dass du dich nicht schneidest, oder ein thermischer Schutz, dass du dich vor Erfrierungen oder zu heißem Asphalt zum Beispiel, dass du dich da schützt. Und hinten sollte keine Fersensprengung drin sein, also keine Fersenerhöhung. Weil das verändert wiederum komplett die Biomechanik und unseren Körperschwerpunkt, was dann eventuell sich in anderen Strukturen wieder zeichnen könnte. Deshalb, wenn du jetzt mit von Füßen sprichst, würde ich so minimalistisch wie möglich am Schuhwerk arbeiten, bestmöglich sogar barfuß. Geht natürlich nicht immer, ne? Wir denken vielleicht an Kühlkammern oder gesellschaftlichen Ereignissen,
Aber zu Hause, Hausschuhe, habe ich noch nie verstanden, was das sein soll. Aber ja, manche schützen sich halt auch vor Legosteinen und Fußboden, Heizung, Kälte, Fliesen, Wegrutschen und. Bestenfalls mal auch barfuß laufen und wir die Wahrnehmung des Fußes schulen. Also wir haben ganz viele Sensoren, die wollen Informationen. Use it or lose it. Brauchst du die Sensoren nicht? Weg damit. Ja, auch hier wieder klein anfangen, wenn man das noch nie gemacht hat. Ja, definitiv. Aber einfach mal einen Garten noch aufs Gras, einfach das auch jetzt im Winter, das ist so, ich hatte letztens eine Nachricht von einer Frau, die chronische Krankheit hat und mir da einfach ein paar Nachrichten geschrieben hat, mich gefragt hat so ein paar Sachen und dann hat sie auch geschrieben, dass sie jetzt erstmal sozusagen barfuß in den Schnee geht und ihren Tag so startet und da habe ich auch gesagt, ey, dann bist du schon auf dem richtigen Weg und das ist doch, also wie viele Menschen machen sowas und das ist halt, ja, einfach geil. Ja. Und da sich lebendig fühlen, das war letztens auch, habe ich mich gefragt, so wann fühle ich mich lebendig und ist eben auch so, wenn ich irgendwie in der Kälte war, den kalten Wind einfach so spüre und dann irgendwie gemerkt habe, ich habe irgendwie was geschafft, von dem ich vielleicht vorher mir eingeredet hätte, dass ich das jetzt gerade nicht schaffe oder dass das jetzt zu anstrengend wäre. Und kann auch, ja, solche kleinen Sachen können das auch sein. Mhm. Und ja, lass uns mal zum Thema Ernährung kommen. Ich habe noch eine Frage offen von jemandem aus der Community und zwar, warum Leber so oft empfohlen wird. Es kommt ja jetzt in den letzten Jahren jetzt vermehrt durch die Carnivore-Richtung natürlich auch nochmal auf mit der Leber, mit Organen und so weiter. Da bin ich tatsächlich auch sehr interessiert dran. Meines Wissens nach, also weil die Frage war halt, ist Leber denn wirklich so gesund, weil sie ja die, mit den Schadstoffen und so weiter das ja rausfiltert. Und ich dachte es früher auch, dass Leber quasi, wenn sie das filtert, das ja in irgendeiner Art und Weise auch speichert. Jetzt würde mich mal dazu interessieren, weil ich kann es nicht so tiefgründig erklären, ob du da eine gute Antwort oder eine Antwort parat hast, warum Leber so oft empfohlen wird, jetzt abgesehen von den quasi Nährstoffen und ob das denn nicht die Giftstoffe beinhalten würde. Mhm. Also alles, was Organfleisch angeht, ist zumindest was Vitamine angeht, ganz kurz dazu, wegen den Nährstoffen sehr hochwertig. Ich will jetzt nicht sagen, das ist Superfood des Tieres, aber wenn man jetzt zum Beispiel sich Naturvölker anschaut und die gehen jagen, dann verzehren die ganz anders das Tier, als wir vielleicht es aus der Verpackung nehmen. Sondern was machen die? Die nehmen das Tier auseinander, braten sich die Innereien, essen die und dann wird das Verpackungsfleisch oder Muskelfleisch ins Dorf geschleppt. Wenn es da nicht vergammelt ist oder von Fliegen kaputt gemacht ist, dann wird es aufgeteilt und gegessen. Und wir essen tendenziell eher das, ich sage es mal, nährstoffärmere Muskelfleisch, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Tendenziell sind die Organe, und jetzt komme ich zur Leber, sehr vitaminreich und diesen Punkt, ja, die Leber speichert ja die Gifte, das ist halt tatsächlich ein Irrglaube. Weil wenn wir uns die Leber anschauen, wir haben in der Leber drei Entgiftungsphasen, alles was in unserem Körper ist, muss irgendwie wieder raus. Ob das jetzt tendenziell vielleicht, nehmen wir mal die Antibabypille sind oder Medikamente oder auch ganz normale Gifte, die wir vielleicht so über die Nahrung zu uns nehmen. Nicht alles ist immer gesund. Dafür haben wir die Leber und die muss das quasi von fettlöslich in wasserlöslich umwandeln. Und dafür haben wir die Entgiftungsphasen und diese Gifte, die du gerade beschrieben hast, die werden am Ende mit der Galle in den Zwölffingerdarm, in den Dünndarm, Dickdarm abgegeben. Also das war quasi, in der Galle enthalten, die Gifte enthalten und die müssen über den Darm dann über den Stuhl ausgeschieden werden. Und das ist genau das, was viele denken, dass sie sagen, okay, da sind Gifte, das speichert, dann würde die Leber ja immer größer werden, wenn man so will. Die Leber ist nichts anderes als ein Durchlauforgan. Und wenn jetzt das Tier, gehen wir davon aus, das Tier ist gesund, hat Gras gefressen, hat ein schönes Leben gehabt und es war dann der Zeitpunkt gekommen, dass es verzehrt wird, dann ist die Leber ja in dem Moment nichts anderes als ein Durchlauforgan. Die Leber sieht gesund aus, wenn man sich anschaut, ne? Tiefbraun, leicht rötlich, dann kann die komplett normal gegessen werden. Und viele Dinge, die dort enthalten sind, die wiederum entgiften wir ja selbst auch wieder. Also angenommen, da ist noch irgendwo was, ein bisschen Galle drin.
dann würden wir das ja über unseren Leberkreislauf auch entgiften, insofern unsere Leber da die Chance hat. Also das ganze Thema Alkohol, Nikotin, Stress hat auch einen Einfluss auf unsere Entgiftungsfähigkeit. Ja. Deshalb meine Antwort wäre darauf, es ist kein Giftspeicherorgan, sondern ein Entgiftungsorgan, was das durchschleust. Ja, interessant. Danke dafür. Ja. Willst du gleich den Schwenk zu quasi der Ernährung machen, was so für dich so basic sind, was so, worauf du so achtest für dich, mit den Menschen, mit denen du so zusammenarbeitest und was dir vielleicht auch immer wieder auffällt oder ja, was da so Möglichkeiten sind für die Zuhörer? Also als erstes, was mir häufig auffällt, ist komplett fern von irgendwelchen zielführenden Energiemaßnahmen. Also ich will abnehmen, okay, wie viel isst du denn? Ich esse die Hälfte. Aha, und wie sieht das jetzt in Zahlen aus? Also nicht missverstehen, dass ich immer in Zahlen denke, aber von irgendwas müssen wir ja ausgehen. Also wenn wir von Ernährung sprechen, sprechen wir am Ende auch von Energie-Intake und Kalorien. Wir haben einen Kalorienverbrauch, eine Kalorienaufnahme. Möchte ich vielleicht abnehmen, brauche ich ein Energiedefizit. Wo das erstmal herkommt und wie sich das zusammensetzt, ist erstmal zweitrangig, aber wir brauchen ein Defizit. Mit Vermutungen kommen wir seltenst weit und erfahrungsgemäß essen manche zu wenig, also vom Energieintake. Dann kommen wir in die Situation, dass der Körper sich gestresst fühlt, sagt, okay, das ist mir alles hier gar nicht so fein, bin ich gerade in einer Hungersnot zum Beispiel, dann passt er einfach alle Stoffwechselkreisläufe an. Dann ist ihm es egal, ob wir jetzt Muskeln aufbauen oder nicht, dann geht es erstmal in den Überlebensmodus, um es runterzubrechen. Also das erste Basic in der Ernährung ist eine zielführende Energieaufnahme. Was ist mein Ziel und habe ich darüber einen Überblick? Nein, ich muss nicht täglich tracken, aber es macht Sinn, sich mal zumindest mit seinem Energiehaushalt auseinanderzusetzen. Wie aktiv bin ich denn? Und dann sind wir aber auch beim Grundumsatz Muskulatur. Jedes Gramm Muskeln verbraucht in Ruhe mehr Energie. Also ein Punkt schon mal für Muskelaufbau, auch bis im hohen Alter. Zielführende Energieaufnahme. Was machen wir jetzt damit, wenn wir diesen Basic haben? Ausreichend Fette und Eiweiße. Primär Eiweiße, nicht nur die Muskulatur besteht aus Eiweiß, sondern alles. Wir sind nichts anderes als ein Haufen Aminosäuren aneinandergereiht. Das finde ich halt so spannend in unserem Stoffwechsel. Wir essen was und wir wechseln den Stoff. Das heißt, wir nehmen das auseinander. Wir essen die Leber als Beispiel oder ein Soja. Dann nimmt unser Körper das auseinander und baut was Eigenes draus. Das finde ich immer wieder legendär, wenn man sich das mal vor Augen hält, was unser Körper für uns alles macht. Und da brauchen wir eine ausreichende Menge. Bin ich eher inaktiv, habe kein Powerwack zu Hause, hänge nie, heb nichts Schweres an, dann kannst du vielleicht von 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ausgehen. Wenn du jetzt wirklich inaktiv bist. Je aktiver du wirst, bist du im aktiven Ausdauersport vielleicht unterwegs, bist du so bei 1,6 bis 1,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Hebst du mal was Schweres an, das siehst du manchmal auch in den Händen, wenn du anfängst, Schwielen zu entwickeln, dann hast du definitiv irgendwas Schweres angehoben. Dann kannst du so Richtung 1,8, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aufwärts gehen. Je nachdem, was dein Ziel ist. Will ich auf die Bühne, mache ich vielleicht eine ziemlich strenge Diät, können es auch mehr Eiweißprogramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Ja, wir können das decken über die normale Ernährung. Je mehr ich mich vielleicht einem Label verfalle, also einem bestimmten Ernährungsstil oder einem Trend, und ich lasse bestimmte Lebensmittelquellen weg, dann kann es passieren, dass mir der ein oder andere Makronährstoff, Mikronährstoff abhanden kommt oder es schwieriger wird, diese aufzunehmen. Was das nicht ausschließt. Aber es könnte sein, dass aufgrund des Labels, was ich mir verpasse, vegan, vegetarisch, Ayurveda, Paleo, Carnivore und, dass ich mir das Leben unnötig schwer mache. Das ist der zweite Basic. Dann das Thema Fette. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, denkst du, dass bestimmte Menschen genetisch, epigenetisch vielleicht auch daran gehindert werden, alle Aminosäuren sozusagen aus den Lebensmitteln zu ziehen, selbst wenn die Lebensmittel essen, wo quasi alle vorhanden sind? Das ist gut möglich. Ein Punkt, was die Eiweißverwertung zum Beispiel alleine ausmacht, ist, wie viel Magensäure, wie viel Enzyme ich im Magen produziere. Habe ich unausreichend Enzyme
wie das Eiweiß aufspaltet, dann esse ich vielleicht 100 Gramm Eiweiß, jetzt nur eine fiktive Zahl, und ich spalte es nicht ausreichend auf, dann hat mein Körper gar nichts davon. Also nicht gar nichts, sondern rutscht das einfach im Magen-Darm-Abschnitt weiter und dann vergammelt es dort. Dann habe ich vielleicht dann Bakterien oder Ähnliches, die dort zu Zersetzungsprozesse führen. Es entstehen Gase, Fäulnis und, was wiederum Probleme macht. Also das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich auch darauf achten würde, ist der Magen ausreichend sauer genug? Lasse ich mir Zeit beim Essen? Nutze ich vielleicht Gewürze, die das anregen? Und das mit der Epigenetik oder Genetik, definitiv. Also es gibt definitiv bestimmt auch Menschen, die dort vielleicht Probleme haben, bestimmte Aminosäuren aufzunehmen. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast? Dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein-und-physis.de. Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.